Servus zusammen, heute bei Marcel's Hockey School zeige ich euch, wie man ein Escape Move macht. So, was ist ein Escape Move genau? Ungefähr gerade so, wie ich es gemacht habe. Ich bin im Rückwärtsgang, entweder habe ich die Scheibe schon oder sehr oft, ich habe einen Pass bekommen. Ich werde frontal angegriffen, vielleicht ein bisschen von der Seite und ich drehe einfach weg von diesem Angriff und greife wieder vorne an und vielleicht mache dann einen Aufbaupass oder einen Regroup-Pass für meine Mannschaft. Das ist ein sehr wichtiger Move, vor allem für Verteidiger, aber auch ab und zu mal für Stürmer. Und ich zeige euch heute die Schritte zum Escape-Move. Let's go! Also, wir fangen ohne Scheibe an. Rückhandseite zuerst. Das wird die Seite, die man fast immer im Spiel macht und für die Vollständigkeit macht man natürlich aber auch die Vorhandseite. Escape Move ist eigentlich zwei Teile. Der Escape Move ist zuerst einen Rückwärts auf Vorwärts Transition und dann ein Kanadierbogen. Mehr ist es nicht. Also es hat zwei Schritte. Wenn ich zum Beispiel mein Escape nach rechts machen möchte, ich mache meinen rechten Fuß auf, stoß mit meinem linken Fuß ab, sobald mein rechter Fuß fast am Boden ist, und mach dann meinen Bogen. Gibt es einen kleinen Unterschied zur normalen Rückwärts- oder Vorwärtsdrehung, ist, dass ich hebe meinen linken Fuß in diesem Fall, wenn ich zum Beispiel rückwärts- oder vorwärts drehe, würde ich meinen linken Fuß ein bisschen mehr vom Eis heben. In diesem Fall beim Transition, der stoßt ab, fährt eher einen C-Bogen und hebt sich nur für eine Millisekunde kaum vom Eis weg. Also, drehen, Abstoß, Bogen. Mit meinem linkes Bein hier gebe ich mir selber auch ein bisschen Momentum, um diesen Bogen überhaupt zu fahren. So, ich mache das jetzt ein bisschen schneller, mal in diese Richtung und mal dann zurück Richtung euch, damit ihr ein gutes Bild von meinen Schlittschuh haben könnt. Also, rückwärts. Escape. Und wichtig natürlich dabei ist, nach dem Escape nicht nur zu gleiten, sondern Escape und dann schnell wieder in die andere Richtung zu gehen. Zeige ich euch, wie das mit einem Puck ausschaut, weil Escape im Spiel machen wir ausschließlich mit einem Puck, sonst gibt es gar keinen Grund, das zu machen. So, auf der Rückhandseite ist es relativ einfach. Alles, was ich haben möchte, ist die Scheibe relativ nah an meinem Schaft. Mein Ellbogen kommt hoch hier. Ich habe ein bisschen Platz hier. Denkt daran, wir wollen gar keine T-Rexes sein, wie immer. Okay? Und somit kann ich die Scheibe nah an meinen Körper haben und gut kontrollieren. Einmal noch. Meine Hand kommt raus, Ellbogen ist hoch. Ich habe hier Platz, ich habe die Scheibe nah an mir und ich habe Kontrolle. Vorhandseite. Interessante Sache. Es gibt unterschiedliche Methoden, das zu machen. Wie du es machst, ist wirklich deine Entscheidung. Wichtig nur, dass es schnell ist. Ich zeige euch, wie ich das mache. Ich ziehe meine Ellbogen ganz hoch. Ich kontrolliere die Scheibe mit der Spitze. Habe die Scheibe leicht abgedeckt. Und so finde ich, dass ich das am besten machen kann. So, manche Spieler bevorzugen, den Schläger richtig weit hier unten zu haben. Ich zeige euch das. Ich habe mein Schlägerblatt fast über die Scheibe. Für mich sehr ungewöhnlich, aber manche mögen es. Und es für dich gut klappt, kein Problem. Was ich auch eine sehr gute Option finde, ist, dass ich meine obere Hand loslasse, hier durchkomme mit dem Schläger und somit kann ich die Scheibe sehr, sehr gut schützen, habe sehr, sehr gute Kontrolle, habe meinen Arm raus, um mich auch zu schützen. Einziger Nachteil davon, ich muss meine Hand wieder auf dem Schläger tun. Das kostet mir danach ein bisschen Zeit. Aber in der Drehung finde ich so sehr, sehr einfach, den Escape auf der Vorhand zu machen.
super easy. Ich fühle mich da tatsächlich am sichersten mit der Scheibe, dass ich sie nicht verlieren würde. Was manche oder leider viele machen auf der Vorhand ist folgendes. Schläger vorm Bauch. Und dann ist irgendwann mal den Puck weg. Wenn du mit beiden Händen kreuzen möchtest, okay, eure Sache, ich empfehle es nicht, aber schau wirklich, dass eure obere Hand hier unten geht, dann kriegt ihr es hin, aber viele machen es so mit dem Schläger genau in den Bauch rein, da hast du absolut keine Chance, das zu machen. So, das machen wir jetzt mal ein paar Mal mit gutem Speed, mit gutem Schwung. Ich habe hier keinen Passgeber leider, aber ich habe meinen Rebounder und ich werde die Scheibe hoffentlich zurück, gut zurückbekommen von meinem Rebounder und somit den Escape gut zeigen können hier auf meinem ODR. Let's go! Andere Seite. Oh! Da habt ihr auch zwei Möglichkeiten. Auf der Rückhand, ihr könnt die Scheibe ganz normal annehmen, Vorhand und dann Rückhand gehen und drehen. Auf der Vorhand ist sowas unheimlich. Oh oh, jetzt habe ich ein Problem. Ich habe es Vorhand angenommen und dann im Schwung das zu machen, ist unheimlich schwierig. Was ich auf der Vorhandseite empfehlen würde für euch, ist die Scheibe mal einfach quasi anzutippen, wenn es ankommt. Puck hat ein bisschen Momentum. Ich kann den Momentum vom Puck nehmen, hier tippen, dass ich quasi den Escape, der erste Teil der Drehung, eigentlich ohne Scheibe mache und dann hole ich die Scheibe wieder ab. Du brauchst dafür schnelle Hände, weil die Scheibe ist für den Moment nicht auf deinen Schläger. Also wenn du nicht schnell genug von hier bis da bist, ist die Scheibe weg. Aber wenn du das schaffst, kannst du die Drehung eigentlich ohne Scheibe machen und das ist sehr, sehr hilfreich. Ich probiere es jetzt mal aus. Rebounder, guter Pass von dir, hätte ich gern. Danke. Nur ein leichter Tipp, desto mehr Schwung die Scheibe hat, desto mehr Abstand zum Schlägerblatt es wird haben, desto schneller man drehen muss. Also Rückhand, ruhig einfach, wenn ihr wollt. Oh, probier es nochmal, das war nicht der beste Rebound. Rückhand annehmen und dann drehen, kein Problem. Aber Vorhand ist es dann unheimlich schwierig. Also, jetzt ist Zeit, das ein bisschen mit Vollspeed zu üben. Vergesst nicht danach raus zu übersetzen und auch wenn möglich kurz vor dem Escape, hab deinen Kopf hoch, als ob du vielleicht mal auch einen Pass spielen würdest. Oh, 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 oh. Das war kein Escape. Ganz schön anstrengend. Das war's für Escapes bei Marcel's Hockey School. Sehr wichtiger Move, um den Gegner zu entkommen, vor allem auf der Rückhandseite. Denkt daran, Transition, Kanadierbogen. Mehr ist es eigentlich nicht. Braucht nur ein bisschen Zeit für euer Gehirn zu verstehen, okay, was müssen meine Füße machen? Das mit dem Puck auf der Rückhandseite vor allem ist nicht allzu schwierig. Also, probier es aus, gib mir Bescheid, wie es gelaufen ist. Viel Spaß beim Üben und bis zum nächsten Mal bei Marcel's Hockey School.